Und ich glaube, am besten wäre, wenn wir den Weg weitermachen mit Gravel. Habe ich so das Gefühl, nochmal, ne? Also Vierer-Dinger oder so. Und dass wir da ein bisschen in die Breite ziehen und so. Ich glaube, damit da erstmal ein Weg entsteht. Oder so mal erstmal eine. Komm, wir machen erstmal einen Layer von denen da zwischen. Oder die hier wäre auch noch geil. Ja, also hier jetzt praktisch, guck mal, sowas hier. Das war das. Ne, das wäre auch mega. Komm, wir machen das jetzt mal. Da, wo das irgendwie hinpasst. Oben können wir den nicht reinmachen. Ich möchte auch nicht nur unten einen reinmachen, so als Tiefe, weil das ist, ne? Lass uns das mal so machen. So, ich weiß nicht, das ist ein bisschen zu dick aufgetragen, ich sehe es. Also ich bin nicht blöd und blind bin ich auch nicht. Das ist schon im Vergleich zu dem Gravel sehr, naja, ne? Schon sehr, wow, 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 ne? Also die Helligkeit, ne, Intensität, das ist schon so wischiwaschi graui, ist ja auch Gravel, ne, und dieses ist schon so, hallo, hier bin ich, ne, also schon ein sehr, sehr schöner Stein einfach auch, ne, muss man ja sagen. So, machen wir mal nicht zu viel überall hin hier. Okay. Da hätten wir ein paar mehr von machen müssen, ne? Ihr Lieben. Wenn wir bis da hinten durch wollen. Ja gut, nehmen wir den. Ich weiß nicht, warum wir hier überhaupt dieses ganze Zeugs haben. Das ist mir nicht so ganz klar. Also warum hier so viel Kobbel liegt eigentlich. Das müssten wir auch austauschen eigentlich. Lass uns das mal jetzt machen, weil wenn wir hier schon rumlaufen. Komm, ich weiß nicht, warum das Kobbel ist. Ob wir hier einen Berg abgebaut haben oder so. Kann ja sein. Ich erinnere mich nur nicht mehr dran, deswegen, es tut mir auch leid. Oh Gott, es tut mir so leid, ich erinnere mich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr. Oh, ich könnte so böse Witze machen jetzt, ne? Aber das tue ich nicht, weil das ist echt nicht so gemeint. Überhaupt nicht von mir. Ich bin eigentlich ein ganz, ganz verständnisvoller, netter Kerl. Und ich hoffe, keiner weiß jetzt, was ich gerade gemeint habe. Aber ich könnte so üble Witze machen, ne? Ich habe so richtige, ne? Ich könnte mich so auf Kuchenniveau bewegen und echt dumme Witze machen, so, weißt du, wo man echt sagt, Alter, also wenn man dir das noch erklären muss, warum das jetzt nicht okay war, dann, ja, sorry, aber dann ist bei dir irgendwas nicht richtig. Ja, und ansonsten frag deine Frau, ja, frag deine Frau. Und ich bin auch, ne, schon, ne, damit durch mit dem Thema, also von daher, ne, also das ist, ne, nicht jetzt, ich will ihn irgendwie blöd anlabern oder so, um Gottes Willen. Außerdem ist er mir eigentlich total egal, weil da sollte man mich besser nicht fragen nach meiner Meinung. So, schon wieder am Ende hier, bloß nicht rumflamen hier, das tun wir nicht, hier wird nicht rumgeflamed heute. Tu es nicht. Und nicht, weil ich irgendwie Schiss habe vor irgendwas, sondern weil das einfach nicht wert ist. Dass genau das ist, was sie wollen. Das ist so wie mit diesen Stimmen hier. Wo war das? Ich weiß nicht. War das der Exorzist oder was? Niemals auf die Stimmen antworten. Das ist genau das, was sie wollen. Okay. Das ist so. Okay, danke für die Info. Geile Info. Geile Info. Ne, so. Okay, Stimmen. Wer hat mit Stimmen schon, ne? Also, wer gibt dir solche Tipps, ja? Also, wäre die erste Frage. Wer gibt dir solche fucking Tipps? Und warum gibst du die Tipps dann? Also, nicht nur, dass wir jetzt wissen, dass du irgendwie was mit Stimmen zu tun hast. Ich weiß nicht, wo du die hörst und warum du die hörst. Und die zweite Frage wäre dann, das ist ja dann schon schlimm genug eigentlich, aber hey, wieso willst du mich damit einwickeln? Ne? Also, why?
Why do you say something into my direction? Ne, so. Ich muss das nicht wissen. Ich möchte das auch eigentlich gar nicht wissen. Also, lass mich in Ruhe. Stimmen. Ja. Obwohl das ja eigentlich logisch ist, ne? Also eigentlich ist das ja total... Also die Info ist ja eigentlich eine gute. Also wenn du mal Stimmen hörst in deinem Kopf, ne? Also sollte das mal passieren, ja? Also ich meine, man weiß es ja nicht, ne? Also man kann ja irgendwie... Man weiß es ja nicht, ob man für immer gesund, ne? Forever young und so. Ne? Oder ob man irgendwann mal den Löffel abgibt und sagt, okay, nö, also dein Geist gibt praktisch oder dein Hirn gibt praktisch den Löffel ab und sagt sich so, nö, also... Bis heute war ich ja eigentlich immer ganz nett so, aber nö, ich glaube, ich mache jetzt mal ein paar Stimmen klar und guck mal, wie du damit klarkommst auch, ne? Also, schau mal. Und ja, ne? Dann eigentlich ein guter Tipp. Wenn du Stimmen hören solltest, was wollen Stimmen? Wäre die Frage, ne? Also die dahinter steckt. Die Frage, was wollen Stimmen? Also im Zweifelsfalle erstmal gehört werden. So. Ich weiß nicht, warum ich darüber rede gerade. Keine Ahnung, bei mir ist gerade eine Schraube locker gegangen. Weiß ich nicht. Ist auch egal. Weiter im Text. Nee, aber was wollen Stimmen? Ne? Man muss ja für jeden Menschen, ja, also gerade heutzutage oder für nicht mal Menschen, sondern für nicht lebende, was auch immer, Zustände. Ich weiß nicht, was das ist. Aber man muss ja für alles Verständnis haben heute. Das ist ja, hat uns ja, die Welt da draußen hat uns ja gelehrt, sozusagen, ne? Man muss ja. Und was wollen Stimmen, wäre ja mal die erste Idee. Also, was wollen die? Zuhören sollst du. Genau. Okay, das haben sie ja dann geschafft, indem sie da sind und mit dir reden, wäre ja die erste Stufe sozusagen schon genommen, ne? Also, da sind Stimmen, die wollen prinzipiell erstmal gehört werden, so, die armen Schweine. Ne, so, okay, ja, okay, man hört sie. Was wollen sie dann? Also, worum geht's denen praktisch? Genau, vielleicht, dass du auch noch anfängst zu antworten, also, das wäre ja dann das Höchste praktisch der Gefühle, dass man eben sagt, okay... Jetzt fängt er auch noch an, mit mir zu reden. Ne? Also, das wäre so mit die höchste Variante, die es da so zu erreichen gibt für Stimmen. So, jetzt müssen wir da hinten hin, weil ich habe keine Lust, jetzt noch eine blöde Workbench zu bauen. Dann machen wir von der Seite weiter einfach. Genau. Also, Stimmen wollen gehört werden und dann wollen die prinzipiell dich dazu verleiten, mit ihnen zu reden. Und wenn dann die Alte aus Exorzist sagt, wenn du Stimmen hörst, ist gar nicht so schlimm eigentlich. Also ich interpretiere das jetzt, ne? Die hat das nicht so gesagt, aber ich interpretiere da jetzt mal was rein. Ne? Ich deute das jetzt mal bis zum Ende. Also ich durchdenke das bis zum Ende. Hier machen wir einen schönen See hin. Hier, ne? Der ist zwar schon da, aber wir machen einen schönen See so mit allem drum und dran. Schönen Baum daneben und so. Also ich spinne das mal zu Ende. Also, folgendermaßen. Wenn die Stimmen dann da sind, das ist eigentlich nicht das Schlimme an der Sache. Weil, hey, die sind sowieso da. Also Stimmen wieder wegzureden sozusagen, ist ja Quatsch. Also du kannst ja nicht irgendwas, was da ist, also was es geschafft hat, in deinen Kopf zu kommen sozusagen. Das kannst du ja nicht mal eben so wieder weghauen. Ja, weil sonst, dann, also ne, man hört das ja, also macht ja keinen Sinn, weil sonst wären die ja gar nicht da. Also Stimmen haben irgendwas an sich, die können praktisch was machen, was du nicht beeinflussen kannst. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und sie sagt dann, die Exorzistentante sagt dann, okay, wenn die da sind, das ist schon schlimm genug, aber nicht das Schlimmste, was es gibt, sondern ist okay, aber nicht antworten. Weil das ist das, was die wollen. Und dann habe ich mir so gedacht, damals irgendwie so, ja, oh ja, der Erguss, weißt du, so, ja, das ist so wie, weiß ich nicht, ihr habt doch bestimmt auch Kumpels, so bin ich weiß nicht, aber von früher, ich habe jetzt echt, also bei mir ist das lange, lange, lange her, aber das ist ja jetzt mal ein offenes Thema seit dem 1.4., also ihr kennt das doch bestimmt, wenn man zusammensitzt mit einem Kumpel und der, ne, man kifft sich die Rübe zu und dann, also
Bitte, ne, nehmt nicht, nehmt, wenn ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, es zu lassen, lasst es sein. Nehmt keine Drogen und lebt ein Leben einfach so ohne Drogen. Aber wenn das so ist, jetzt erzähle ich einfach mal von früher. Ja, ihr kennt doch diesen einen Kumpel, der dann neben einem sitzt und diese Philosophien absondert. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber diese Ergüsse im Hirn, die eigentlich keine sind, sondern... Ja, Mensch, guck mal, Alter, die Sonne geht, ne, also damit fängt, mir fällt jetzt gerade nichts Bescheuerteres ein, aber es gab doch immer diesen einen Kumpel, der dann so, naja, so, ja, es ist gar nicht wichtig, die Stimmen sind da, die kriegst du auch nicht weg, aber antworte nicht, was ist so dieses Ding, da kam ich ja gerade da drauf und das ist genau das, das ist so diese, oh ja, okay, hey, alte Frau, ne, also das war ja so eine alte Dame, die dann, ich weiß nicht, wer kennt denn sowas noch? Kennt irgendjemand überhaupt Der Exorzist noch mit dieser Tusse, die dann im Bett da liegt und wo die Familie da in diesem Haus und bla bla bla. Ich weiß gar nicht, ob man das noch kennt heutzutage, Mann. Ich kenne das noch, aber ich bin ja auch alt und ranzig. Ich fange schon langsam an, nein, zu verwesen, wollte ich sagen. Nee, aber das sind so diese klassischen Stoner-Bemerkungen, so, ne? So irgendwie, oh, du hast Stimmen, oh, grauenhaft, schrecklich. Nein. Nein, Mann. Die Stimmen sind ja sowieso da. Auch Stimmen haben ihre Lebensberechtigung. Ne, so in die Richtung. Und dann, du darfst nur nicht antworten. Ah, ja. Wow. That was deep. Was ist das? What? Du bist stoned. Also halt die Fresse. Was ist so? Aber das ist halt wirklich so, als ich das gesehen habe, habe ich damals auf jeden Fall gedacht so, okay, hey, das ist, wir müssen neue machen, Leute. Wir brauchen jetzt erstmal noch welche. Das ist auf jeden Fall eine gute Info für den Fall der Fälle, dass man mal irgendwie, naja, in die Bredouille kommen sollte selber. Kann ja sein, ne, dass man so irgendwie in die Bredouille kommt und auf einmal irgendwelche Stimmen im Kopf hat. Ich glaube, na, das kann jedem passieren, denke ich. Also ich habe so die Erfahrung in meinem Leben gemacht, so, man sollte vor nichts die Tür zuschlagen, weil alles auch immer zu einem, und das hat jetzt nicht diese Karma-Scheiße, ne, also es geht jetzt nicht um Karma, so, alles kommt im Leben zurück, was man aussendet und bla bla bla, darum geht es jetzt nicht, sondern wirklich so diese Geschichte so, dass alles auch in deinem Leben möglich ist, also, ach, ich will das jetzt hier nicht noch gerade machen, nee, ich tu den jetzt hier hin. Ne? Also jeder hat die Möglichkeit, wir haben ja letztes Jahr mit Let's Play for Charity diese Messe gehabt, die sich diesen Indie-Spielen gewidmet hat, damals. Indie-Spiele und zwar alle mit dem Thema, also unter anderem Thema psychische Krankheiten, Depression, solche Sachen. Das war ja eine ganze Messe, hat sich ja gewidmet diesem Thema, weil das ja doch sehr wichtig ist. Ja, also, und ich fand das sowieso mega cool. Aber ich sag mal, wenn du da irgendwie mal dahinter geguckt hast, so, also als Betroffener oder einfach so, dass du mal irgendwie was gelesen hast oder so, dann weißt du, dass jeder vernünftige Mensch dir eigentlich im Prinzip sagt, pass mal auf, Burschi, halt mal nicht, also ne, reiß dein Maul mal nicht so weit auf sozusagen, ja, so von wegen, ja, Depression, ja, das kann mir ja nicht passieren, weißt du, so ein Scheiß, ja. Ich denke, das sind die wenigsten, die so sind, ja, also die so einen Quatsch erzählen, ja, weil ich glaube gerade heute, also vor vielen Jahren wusste noch keiner, was ist das überhaupt so ungefähr, ja, also keiner hatte sowas auch. Ja, da gehörte das so irgendwie zum Leben dazu. Wir haben keine Steine mehr. Wir haben keine Steine mehr. Na, aber wenn du dich ein bisschen damit beschäftigt hast oder einen Freund oder ein Familienmitglied mal hattest, was irgendwie aus irgendeinem Grund mal depressiv geworden ist, eine Zeit lang, ein richtiges Tief, also nicht nur, mir geht's mal ein bisschen schlechter oder so, sondern das ist ja dann doch nochmal eine andere Liga. Ja. Jeder, der das mitgekriegt hat, also wenn der nicht geschnallt hat, derjenige,
Das muss jeder geschnallt haben. Oh, vorsichtig. Das kann jedem passieren. Einfach weil die Leute, also das sind ja Familienmitglieder, Freunde, das kann man ja sehen. Also man kann ja dabei zugucken. Das waren ja bis gestern praktisch, also ich übertreibe jetzt wirklich, also das ist jetzt wirklich sehr, 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 sehr übertrieben, aber das waren bis gestern noch ganz normale Leute. Sind es danach auch, ne? Also man muss immer tausend Sachen dann immer wieder sagen und so, damit nicht irgendjemand direkt wieder abfährt und sich, dann kann man schon nicht, fuck you, ne? Ich versuche das so gut wie möglich zu erklären, weil es halt einfach auch anders nicht geht. Aber bis gestern war derjenige noch total normal. Also der war immer schon schwachsinnig, aber nein, Quatsch, ich komme nicht auf den Punkt gerade. Nein, der war normal und dann daran merkt man, und wenn er das jetzt noch nicht, vielleicht ist einer von euch da, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, stimmt, Olli, ne, also Smil, Olli, so sage ich meinen Namen, also sage ich immer, aber okay, ich war heute mal der Olli, bin ich ja auch, also ich bin auch Olli, tatsächlich. Das ist so, ne? Die Leute, also, wenn man das bis da nicht begriffen hat, dann ist das wirklich eine Info, pass auf, ne? Weil, hey, das kannst du morgen sein. Also, wenn du Pech hast, bist du derjenige, also morgen. Morgen bist du derjenige, der irgendwas nicht verpackt in seinem Leben. Wenn ich das jetzt mal so grob sagen sollte, gibt da sicherlich ganz, ganz viele Gründe für, warum jemand irgendwie eine Depression schiebt. Aber, oder bekommt, oder, ne? Also, vor allen Dingen nicht, wie gesagt, nochmal nicht, mir geht's jetzt mal ein bisschen schlechter so gerade, sondern so wirklich, ne, eine andere Liga eben von mir geht's schlecht. Und das kann jedem passieren. Und wenn man das weiß, ist das eigentlich schon eine Sache. Erstens hilft es einem selber, ne, so, hey, okay, jetzt immer mal ein bisschen, ne, Holzauge ist einfach Samstag, sagt man früher. Also einfach mal ein bisschen vorsichtig zu sein insgesamt und nicht so auf so einem, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber auf so einem hohen Ross zu sitzen sozusagen. Also das ist halt, glaube ich, das Entscheidende. Also setz dich mal nicht auf so ein hohes Ross, sondern bleib mal ein bisschen gegroundet, sozusagen. Ich lasse das hier auf der Seite, ne? Ich lasse die hier auf dieser Seite. So. Ne? Ich lasse die hier mal so auf der Seite. Da kommen noch mehr hin, weil wir müssen hier ganz viel aufstellen, weil sonst die Viecher immer wieder auftauchen. Weil ich aber sagen wollte, andersrum ist es auch noch so, das tut ja auch noch was Gutes für die Leute, die das haben in deiner Umgebung oder denen du begegnest irgendwo. Wenn die dir sagen, Mensch, hey, mir geht's da nicht so gut, ne, depressiv ein bisschen und ich kriege meinen Arsch nicht bewegt und ich würde gerne, aber ich weiß auch nicht und so. Dann hilft dir das natürlich, wenn du selber weißt, okay, das kann prinzipiell jeden treffen, dann bist du, glaube ich, auch im Umgang mit den Menschen, die sowas haben, bist du, glaube ich, auch anders. Also ich habe das Gefühl, bei mir war das jedenfalls so, dass ich schon vorher so den Umgang ein bisschen anders gepflegt habe mit den Menschen. Und jetzt, weil ich ja selber auch Betroffener bin tatsächlich, das habe ich ja auch schon mal erzählt, da auch wirklich im für mich, für andere, ne, also insgesamt wirklich an einem ganz anderen Punkt gelandet bin, einfach indem man weiß, okay, hey, das kann jeden treffen, jetzt weiß ich ihn natürlich, ne, und das gilt für alle Sachen, jetzt wieder zurück, also ich weiß nicht, ob es jetzt normal ist und für jeden erreichbar ist auch, ja, ich weiß nicht, ich bin kein Arzt, ja, und ich kenne die Geschichten dazu auch jetzt nicht im Einzelnen, beziehungsweise die Voraussetzungen sind für mich nicht klar. Also ab wann muss es irgendwie was Psychotisches sein, ja, ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Sachen, um Stimmen im Kopf zu produzieren, ja, also ist das so, ja, oder kann das auch normale Leute treffen, ja, also jetzt mal abgesehen vom Tinnitus, in welchen Variationen auch immer der dann auftaucht, was ja auch schon eine schlimme Sache ist,
Das sind zwar keine Stimmen im Kopf, ja, das ist ja nochmal eine andere Liga, aber ich sag mal, auch sowas geht ja schon in die Richtung. Ja? Der kommt ja auch aus dem Nichts, ja. Das sind zwar, ja, in dem Sinne, es sind ja nur Geräusche sozusagen, ja, aber fuck, das reißt dir dein ganzes Leben auch auseinander. Deswegen, also ich wollte nur sagen, ich kenne die Voraussetzungen weder. Fürs, ja gut, also für Tinnitus, Stress, zu viel Stress und bla 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 und ne, alles mögliche, das kenne ich schon. Warte mal, ich muss den hier wieder abreißen. Und ich weiß nicht, ich weiß aber nicht, wie die Zugangsvoraussetzungen sind praktisch für diesen anderen Scheiß. Na, also Stimmen im Kopf, wie geht das? Also, do it yourself. DIY, Stimmen im Kopf, how to do it. Ne, das wäre halt so die, naja. Wir brauchen gleich Steine und alles Mögliche und dann müssen wir hier mal, ne.